Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone mit mir, dem Nature. Und nachdem wir uns in der letzten Woche mit dem Priesterdeck ja recht gut geschlagen haben, spielen wir damit auch noch weiter. Achso, jetzt wollte ich euch gerade noch die Quest zeigen, denn wir haben diese Woche super gute Quest bekommen. Dominanz des Magiers oder Schamanen, das mache ich dann wahrscheinlich offscreen einfach. 5 Spiele eben mit den beiden genannten Klassen gewinnen. Dann haben wir absolute Überlegenheit, 7 Spiele in einem beliebigen Modus gewinnen. Und 3 Siege gewinnt 3 Spiele mit einer beliebigen Klasse. Also kriegen wir diese Woche einiges an Gold. Wenn wir das mal eben zusammenrechnen, sind das 200 Gold, die man allein jetzt in den paar Tagen, ein, zwei Tagen sich erarbeiten kann. Ja, und wir waren bei Rang 20 mit 3 Sternen stehen geblieben mit dem Priester. Und diese Woche spielen wir auch weiterhin Priester, bevor wir uns nächste Woche wieder an ein anderes Deck begeben. Und da muss ich mal schauen, was es dann gibt. Da bin ich mir noch nicht so ganz unschlüssig. Aber ich denke, das wird dann auch mal eine Waffenklasse werden. Auch wieder Control-lastig ausgerichtet, weil das eben das derzeitige Meta ist. Damit müssen wir leben momentan. Oder zumindest solange wir eben noch den Kartenpool haben. Aber ich denke, da haben wir auch einiges an Auswahl. Sprich Schamane, Schurke, Krieger. Das sind da auf jeden Fall Klassen, mit denen wir auch mit diesen Standardwaffen, die sie eben haben, ziemlich gut arbeiten können. Gut, wir fangen an jetzt aber erstmal mit dem Priester diese Woche. Darum geht's. Schauen einfach mal, wie weit wir noch kommen mit der Klasse. Wie gesagt, letzte Woche haben wir einige Siege eingefahren. Ich hoffe, dass das jetzt auch diese Woche so weitergeht. Dass wir dann noch so den einen oder anderen Rang gut machen. Und eventuell ist da ja tatsächlich das ein oder andere drin, was wir noch machen können. So, gegen Jaina. Das Licht wird den Sieg bringen. Das ist eigentlich ein ganz vernünftiges Setup, wenn wir dann auch vernünftige Karten kriegen. Die beiden schmeißen wir weg, die können wir erstmal behalten. Boah, das sieht doch gut aus, was wir hier kriegen. Und wir werden dann auch direkt wahrscheinlich mit der Priesterin anfangen. Ja, boah, sogar eine zweite Priesterin auf die Hand. Da bin ich schon fast geneigt, die zu spielen, aber ich behalte sie erstmal auf der Hand. Je nachdem, was jetzt hier von unserem Kollegen Magier kommt. Und das wird wahrscheinlich direkt der Frostblitz sein. Jawohl. Aber das ist kein Problem. Genau dafür haben wir ja eine zweite Priesterin auf der Hand. Beziehungsweise wir spielen jetzt erstmal den Schlamm. Einfach um das Mana nicht offen zu lassen. Und die Münze heben wir uns noch ein bisschen auf. Für den weiteren Spielverlauf. So, da kommt erstmal der Ping. Das gibt uns im Prinzip ein Card Draw. Ist jemand verletzt? Einmal damit. So, da haben wir also schon mal den Kartenvorteil rausgezogen. Durch seinen Ping. Also das kann er gerne auch nochmal machen. Wäre ich sehr offen für. So, das Dingo. Ich würde mal schauen, was unser Gegner so auf der Hand hat. Eventuell ziehen wir da eine Lösung für. Spiegelbilder ist jetzt nicht so die erhoffte Lösung. Ballern wir das hier mal weg. Und können dann eigentlich mit Auferstehung ihn gleich wiederholen. Oder so. Ist jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Dann spielen wir noch die beiden Spiegelbilder, dass wir auch gleich was zu heilen haben, falls unser Herr Magier denn angreifen möchte oder sonstiges. Ansonsten hätten wir auch die Möglichkeit, ihn selber anzupingen. Okay. Nochmal ein Das Dingo. Die hilft uns jetzt überhaupt noch nichts weiter. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt trotzdem erstmal den Das Dingo, den Schildmeister, und lassen es damit erstmal gut sein. Weil wir den eben noch nicht removen können. Deswegen macht es ja jetzt keinen Sinn, unsere beiden Priesterin reinzutraden. So, da kommt aber erstmal der Feuerball von ihm. Okay, und die Spiegelbilder seinerseits.
Und da kriegen wir den Champion von Sturmwind, den wir allerdings noch nicht ausspielen können. Was glotzt denn so? So, und auch hier macht es jetzt noch keinen Sinn, da rein zu traden. Deswegen geben wir erstmal ab. Und hoffen, dass jetzt nicht noch ein Feuerball kommt. Das wäre ziemlich schlecht. Sondern wir hoffen, dass wir erstmal stehen bleiben. Und er muss sowieso erstmal gegen das Spiel betraden und dann schauen wir mal, was dann noch kommt. Weil nächste Runde ist auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall der Champion von Zenjin. Der Champion von Zenjin, genau. Der Champion von Sturmwind dran. Aber es kommt erstmal ein Kältekegel. Und der Ping, das heißt, er will wahrscheinlich beide Clerics abräumen. Und damit tut er uns jetzt sogar einen Gefallen. Weil damit können wir dann das hier mit der mit dem Schattenwort Tod abräumen. Die Frage ist, ob wir das denn möchten. So. Ich würde sagen, wir jetzt, wenn wir das machen, plus das sind es 4 Mana, plus das sind 7. Ja doch, machen wir einfach mal. Okay, das war beschissen. Ich hatte ganz vergessen, dass die Spiegelbälle da auch mit reinzählen. So, aber wir heilen ihn trotzdem mal hoch. Dann braucht er nämlich mindestens seinen Ping noch, um ihn platt zu machen. Oder halt auch nicht seinen Ping, aber trotzdem eben das Mana. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob jetzt der Schildmeister reingetradet wird oder ob er den eben stehen lassen möchte. Wenn er ihn stehen lässt, wäre das ziemlich gut für uns. Beziehungsweise, stimmt, er kann ihn gar nicht reintraden, weil er müsste erstmal gegen das Spiegelbild. Das müsste er mit einem Ping abräumen und erst dann könnte er hier gegen traden. Oh, und da sind wir aus dem Spiel geflogen gerade. Ach, da sind wir wieder drin. Und wir sind auch dran. Oh, das ist ja erfreulich. Er hat also nicht dagegen getradet. Das bedeutet für uns, wir können unseren Kameraden heilen. Beziehungsweise wir ziehen erstmal eine Karte. Noch ein Champion von Sturmwind. Dann heilen wir hier einmal und greifen dann an. So. Und können dann in der nächsten Runde den Champion spielen. Mit einem Heal zusammen. Ist da auf jeden Fall deutlich effizienter. Wenn jetzt nicht gerade Arcane Explode oder so natürlich kommt. Arcane Geschosse. Geht auch natürlich. Trifft alle unsere Minions. Passiert. Nichtsdestotrotz können wir... Oh, das ist natürlich sogar noch schöner, weil den kriegt er nicht sofort removed. So, da werden nämlich unsere Minions direkt nochmal günstiger. Und so wie es aussieht, nämlich bleibt er auch liegen, wenn er nicht gerade den Feuerball auf der Hand hat. Oder eben gezogen hat. Aber es kommt eine Verwandlung. Okay. Dann nutzt er auch den Card-Draw aus der Verwandlung. Okay, nutzt also einen optimalen Card-Draw. Ich hätte ihn jetzt, glaube ich, nicht angepingt. Jetzt können wir auf jeden Fall ihn abschießen. Und die beiden noch rausbringen. Er hat zwar dadurch einen gewissen Kartenvorteil gewonnen, aber dafür haben wir eine deutlich bessere Boardposition gekriegt. Wird sich dann noch später herausstellen, ob es das jetzt wert war. Okay. Mal gucken, ob jetzt da noch was kommt. Ansonsten räumen wir die nächste Runde sofort wieder weg. Und Frostblitz.
Und nochmal Spiegelbilder. Okay, das wird jetzt ein ekliger Kampf mit dem hier auf dem Feld. Da hätten wir jetzt schon sofort den Removal ziehen müssen. Das hebe ich nochmal auf, um gegebenenfalls was anderes zu removen. Aber jetzt werden wahrscheinlich sowieso zwei Feuerbälle kommen. Auch wenn diese Feuerbälle nur den hier... Ja, okay. Und dann können sie auch den anderen Champion vernichten. Ja, das wird jetzt... Wie gesagt, wird jetzt ein bisschen ein ekliges Spiel. Mit den ganzen Feuerbällen. Aber das ist halt Erzmagier Antoni, dass wenn der beschützt bleibt. So. Ja, Freunde. Ich würde sagen, damit hat sich das Spiel. Und wir ziehen nur die kleinen Removals. Dann removeln wir mal. Aber da sind jetzt, ich glaube, vier Feuerbälle auf der Hand. Das ist eigentlich nicht mehr zu machen. Ja, wie gesagt, der Erzmagier Antoni. Das ist halt, wenn die legendäre Karte das Spiel dreht, das ist dann halt immer ärgerlich. Aber genauso hätte unser Taurisan auch das Spiel drehen können. Das war halt jetzt einfach Pech, dass da noch die ganzen Spiegelbilder standen. Aber gut. Wie gesagt, jetzt mal schauen, was er macht. Ich glaube, ich an seiner Stelle würde jetzt einfach einen Feuerball nach dem anderen ins Gesicht schießen. Weil ich glaube, er kann eigentlich schon fast nicht mehr verlieren. Ja, selbst wenn wir jetzt den Removal gezogen hätten, hätte das nichts mehr dran geändert. Weil er braucht ja nur zwei Feuerbälle und wir brauchen entweder einen Heal oder einen Removal. Und da wir beides nicht haben, oder da wir nicht beides gleichzeitig ziehen können, hätten wir so oder so verloren, jetzt in dieser Situation. Weil wir eben den Antoni das nicht sofort entfernen konnten. So, aber nicht verzagen, neue Runde, neues Glück. Bisher sind wir trotzdem immer noch bei... Ich glaube, eine Win-Ratio von 6 zu 2 oder 5 zu 2, irgendwie sowas. So, Anduin gegen Anduin. Da lassen wir auf jeden Fall die Klerikerin auf der Hand. Und kriege noch eine Klerikerin. Also eine ziemlich schöne Starthand auf jeden Fall. Denn falls er eine Klerikerin spielt, können wir die auf jeden Fall gleich mit der Klerikerin plus Heilige Pein removen. Und hätten damit eben schon mal einen gewissen Vorteil. Genau, da kommt sie auch schon. Und dann werden wir den Vorteil direkt mal nutzen. Und spielen auch schon die zweite Klerikerin. So, nächste Runde, wenn die am Leben bleibt, kriegen wir auf jeden Fall zwei gratis Karten. Oder was heißt, für zwei Mana zwei Karten. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich würde auch sagen, dabei bleibt es. Wir greifen noch einmal an. Weil wir würden uns sowieso um 2 Mana heilen. So, 2 Karten. Zwei schöne Karten. Gerade mit der Holy Nova. Nächste Runde gibt es dann den Schildmeister. Der wird jetzt auch wahrscheinlich von ihm kommen. Jawohl. Den greifen wir jetzt auch erstmal wieder nicht an mit unseren Klerikerin, sondern lassen ihn erstmal machen. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Okay, er greift an. Und die Heilige Pein hinterher.
Hier würde ich sagen, ist die Frage, ob wir einmal angreifen und Holy Nova, dann hätten wir eben jetzt das Board wieder unter Kontrolle. Ich würde allerdings eher sagen, eine Auferstehung und Schattenwort Schmerz und wieder beenden. Okay. Dann nehmen wir nächste Runde doch auf jeden Fall die Holy Nova. Ballern die einmal raus. Dass wir wieder die Bordkontrolle kriegen. Nächste Runde hätten wir den Herrn der Arena. Das Dingo! Ja! Ja, bist auf jeden Fall. Beste, was wir machen können, kriegen wir sogar noch das zusätzliche Leben für den. Und hoffen wir jetzt nur, dass er nicht den dicken Removal auf der Hand hat. Wenn doch, dann haben wir ein bisschen gelitten. Na, und da hat er ihn. Da ist auch unser zweiter Priester weg. Und wir können jetzt mal gucken, was wir jetzt gleich spielen. Da werden wir auch noch mal heilige Pein wieder direkt ziehen. So, das Dingo ist hier natürlich in dieser Situation eine ziemlich gute Karte. Einfach weil wir jetzt beides rein traden müssten. Da kommt seine heilige Nova. So, Ogre kriegen wir. Das kann ich nicht tun. Das wird wohl ein ziemlich langes Duell werden, wenn das so weitergeht. Je nachdem natürlich, was da jetzt von ihm kommt. Okay, da kommt ein göttlicher Wille. Oh, das ist interessant. Und wir haben wieder leider nichts Großesartiges auf der Hand, um das zu kontern. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wir können den Imperator Taurus-San spielen. Auch wenn das jetzt nicht so wirklich toll ist, in dieser Situation, aber da bleibt einem jetzt erstmal nichts anderes übrig. Und da zieht er auch seinen Oger. Da kann man jetzt nur hoffen, dass wir auch jetzt irgendwas Großes ziehen. Der Grizzly ist schon mal ein ganz guter Anfang. Dazu auf jeden Fall. Beginnt halt so ein bisschen so ein Wettrennen zwischen uns beiden. Yeti. Wir Okay. müssen den Sonnenbrunnen läutern. Und die Klerikerin. Müssen wir mal sehen, ob wir darauf jetzt noch eine großartige Antwort haben. Das ist halt so die Sache. Kriegen wir noch den Champion von Sturmwind. Wichtig wird, dass wir jetzt auch das Feld wieder geklärt bekommen. Sprich, dass wir haben ja auch noch unsere großen Removals, die müssen wir halt jetzt so langsam mal ziehen. Das wäre jetzt ganz wichtig. Ah, der bringt uns jetzt überhaupt nichts. Das ist natürlich ärgerlich, die in so einer Situation dann zu ziehen. Zumal er hier relativ einfach traden kann. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir darauf eine Antwort haben. Ogre haben wir auf jeden Fall. Was ziehen wir hier noch? Eine Gedankenkontrolle. Alles klar. Problem ist jetzt allerdings, da ich jetzt weiß, dass er die Gedankenkontrolle hat, kriegen wir den Ogre raus, er übernimmt ihn sich einfach. Ist halt eher ein bisschen suboptimal.
Ich fürchte, auch hier haben wir gerade so ein bisschen Pech auf unserer Seite zu außerdem. So. Damit könnten wir das removen, aber das bringt uns alles nichts weiter. Deswegen gehen wir jetzt hier mal auf. Gut, das waren halt jetzt zwei Spiele mit ein bisschen Pech. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir da jetzt großartige Fehler gemacht haben. Also beim ersten sowieso nicht, weil da hat Antonin das entschieden. Oder, was heißt sowieso nicht, aber ich habe jetzt so kein, würde jetzt in keiner Situation sagen, dass wir da einen großartigen Fehler gemacht haben. Falls doch, schreibt es mir doch in die Kommentare. Falls ihr ein Play anders gemacht hättet, bin ich gern für die Diskussion bereit. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wenn ja, Daumen hoch, Abo da lassen. Ich hoffe, ihr schaut auch mal bei Twitter und bei Facebook bei mir vorbei. Würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr mir da eine Nachricht hinterlasst. Ja, und dann bleibt mir nichts zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Hearthstone mit Medium Nature. Macht's gut.